Dear friends and Ayurveda lovers, first of all, I congratulate Mark and Christine for this wonderful journey of 25 years. I would like to extend my greetings on behalf of All India Institute of Ayurveda for celebrating this successfully. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass Sie sich wieder aufgemacht haben, einfach die Ayurveda zu diskutieren, sich davon begeistern zu lassen, sich davon lehren zu lassen, von all den Themen, die wir dieses Wochenende miteinander diskutieren. I think these are the two wonderful gifts that India has given to the world, Yoga and Ayurveda. Ayurveda is a total lifestyle management. It is a philosophy of life. It is not only a system of medicine. I say boldly, Ayurveda is a system of medicine. Why are we thinking of diet as something inferior? In fact, it's even more superior to medicine. Die fachliche und die akademische Qualität, finde ich, ist sehr hoch hier. Vor allem, weil ich finde, wir einen guten Mix hier haben. Einmal von Praktikern und Akademikern aus Deutschland, aber dann ist auch interessant die Begegnung mit den indischen Ayurveda-Spezialisten. A sincere effort is being made here in our academy, and we are trying to attract scientific discipline people, pharmacology people, the Ayurvedic specialists, the conventional Vaidyas, the Vishvaidyas, and we are trying to take the gem of everything and try to make a real holistic, real integrated, not concurrent approach towards the holistic medicine that is Ayurveda from the textual days. Bei Hautkrankheiten behaupte ich einfach, der Körper entgiftet über das falsche Organ und durch die Seifenstoffe schüttle ich den einmal durch, irritiere den Körper so, dass er hoffentlich wieder den richtigen Entgiftungsweg über Darm oder Nieren findet. The purpose of our discussion today is to show that the Ayurvedic process of knowledge creation was an open system. There was scope for discovery of new knowledge. Ich glaube, dass das eine kaum höher zu schätzende Kraft dieses Symposiums ist, dass der Austausch zwischen vielen Fachleuten des Ayurveda wirklich möglich ist. Also ich schätze die Bedeutung dieses Symposiums für den Ayurveda als sehr hoch ein. Ich denke, es gibt viel zu wenig, wir haben viel zu wenig Gelegenheiten in Deutschland unter Ayurveda-Praktizierenden so zusammenzukommen wie hier. Und das Symposium erlebe ich als wirklich von Jahr zu Jahr eine Steigerung. Eine entspannte Atmosphäre mit schönem Essen, mit Menschen, die man gerne treffen möchte, ist sehr, sehr zuträglich dafür, dass man auch inhaltlich hier sehr, sehr gut arbeiten kann. 25 years back, Mark and Christine had sowed a seed of Ayurveda on this volcanic land, which was not fertile. But because of their efforts, it becomes so fertile that this seed now becomes a huge tree, having its branches nearly in whole Europe and having fragrances of its flowers throughout the world. Für Ayurveda ist der europäische Mittelpunkt in Bierstein-Obersotzbach. I speak from my heart. In its pure form, I find it Ayurveda is here. The Ministry of Ayush is always supporting you. It will support you in future also. The most important essence of this system medicine is the service to mankind.